Hallo zusammen, Michi ist wieder euer und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten, die wir öffnen wollen. Und zwar wollen wir 100 restaurierte Artefakte aufmachen. Beziehungsweise, naja, nicht öffnen, sondern wir wollen sie eintauschen. Und zwar haben wir da den Wert Magni. Ne, das ist der Bran, falscher Bruder. Und der tauscht uns die Dinger um gegen die trollischen Artefakte. Und zwar möchte ich eintauschen insgesamt 100. Und ja, aus denen kriegen wir dann ein paar Trollrelikte raus, beziehungsweise auch Fragmente. Und wenn wir ganz viel Glück haben... Oh, hat das jetzt funktioniert? Oh, ich glaube, ich darf den nicht zumachen, ne? Da haben wir nur 80. Moment, das war jetzt nix. Hoffen wir... Warte mal, 20, 80 brauche ich noch. Alter, ich war jetzt ganz kurz, dachte ich mir, ich habe die falschen gekauft, ne? Das Herz ist mir in die Hose gerutscht, ich sag's euch. Nee, aber passt, wir haben die richtigen Trollischen. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich schon mal auch Relikte aufgemacht. Für die Fiole der Sande. Und für so einen Transmog-Stab mit meinem Druid damals noch. Und da habe ich mal, glaube ich, auch x falsche gekauft. Das war so ärgerlich, weil du farmst halt echt auch eine Weile, ne? Also für 100 von den Kisten farmst du so 3 Stunden, wenn du da effizient farmst. Sowas. Knappe 3 Stunden. Vielleicht nicht ganz, aber knapp. Und wenn du dann da mal quasi die falschen kaufst und du das die Zeit ins Klo runterspülst, das ist mega nervig. So, 100 Kisten haben wir umgetauscht. Auch in die richtigen. Und jetzt machen wir einmal ein paar Dinger auf. Und... Achso, ich muss das Richtige nur anklicken, dass ich sehe, ob ich nicht overcap. Genau. Und zwar machen wir jetzt mal so 190 auf. Also auf 200 wollen wir nicht cappen, sonst verliere ich immer ein paar Relikte, wenn es blöd läuft. Das wollen wir ja nicht. Jetzt haben wir nämlich bald keine mehr. So, stopp. Und jetzt tun wir mal ein paar craften. Also, jetzt haben wir hier eine Figur. Dann haben wir einen Glücksbringer. Dann haben wir eine Götze. Ein Schmuckstück. Einen Fetisch. Goldohrring haben wir hier. Okay, den brauchen wir auch nicht. Das Zepter. Und dann brauchen wir wieder ein paar mehr Kisten. Oh weia. Also das sind jetzt so meine letzten, die ich habe. Ne? Ich habe mir ja ursprünglich 1000 von den Teilen gefarmt. Und habe die jetzt ja, ne, wie ihr seht, immer in 100er Schritten quasi für die Videos aufgemacht. Wir hatten hier auch eine quasi Umfrage gestartet im Stream. Wo Leute halt die Kanalpunkte setzen konnten, ob ich das Teil krieg in den 1000 Kisten oder nicht. Und so wie es aktuell aussieht, ne, ich will es jetzt nicht verschreien, sieht es nicht so gut aus für die Leute, die drauf gewettet haben, dass ich das Teil krieg. So wie, also mal gucken. Aber es könnte ja in jedem Solve könnte es quasi drin sein, ne? Also wir könnten noch irgendwo Glück hinten raus haben. So, jetzt gehen wir wieder auf 190. Halt, stopp. Machen noch ein paar auf. Figur von Gasrilla. Gasrilla war, glaube ich, ein Boss, den der... Das war diese Hydra in Zul'Pharak, meine ich, ne? Wenn ich mich da recht entsinne. Ich habe es zwar immer nicht ganz so mit Namen, aber ich glaube, die habe ich mir gemerkt. So, Dollar. Jetzt können wir hier nochmal eins. Opfermesser der Dakari. Das könnte auch mein Zinnrock sein. Ich brauche kein Messer, sondern ein Schwert. So. Jetzt hauen wir nochmal die knappen 200 voll. Ja, viele haben wir nicht mehr. So, stoppen wir hier wieder. Gute Puppe der Zandalari, gleich zweimal hintereinander. Eines Besteck der Blutskalpen, okay. Dann, oh, halt, das muss ich muss die Dinger mal vorher reinmachen, ne? Bevor ich jetzt hier für den Blumentopf zu viele Marken raushaue.
Ich sehe meine Fälle davon schwimmen. Gut, wir haben jetzt noch ein paar letzte Items. Es wäre schon episch, wenn ich so auf den letzten Solf kriegen würde. Okay, wir haben jetzt noch 100 von den Fragmenten. Jetzt gucken wir mal. Packen wir nochmal eine Tafel rein. Das war nix. Das war nix. Zepter. Ebenfalls nix. Und das letzte, der Fetisch. Oh boy. Ja gut. Das war jetzt in der Aufnahme wieder 100 Kisten und gar nichts. Und insgesamt sind wir jetzt mit 1000 Kisten durch und ich habe einfach nichts gekriegt. Also, ne? Zindrock haben wir nicht gekriegt. Die anderen Sachen brauche ich alle nicht. Das ist irgendein grauer Klump. Belasten. Das bedeutet für mich, ich werde jetzt wieder ein bisschen lostigern, ein paar Sachen farmen. Zwei Geschichten will ich, wie gesagt, testen. Einmal will ich normale Trollrelikte an sich farmen und gucken, ob das vielleicht auch effizienter ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht ist, aber wir werden es mal testen. Und das andere, was wir testen werden, dass ich eventuell mal auf ein paar anderen Chars farme und so lange das mache, bis ich die ersten zwei blauen Items habe, um einfach mal so ein bisschen zu testen, ob das eine bisschen bessere Chance hat, dann auch Zinrock zu procken. Eventuell stimmt es ja und vielleicht können wir es auch dann so bekommen. Aber gut, für dieses kleine Video soll es das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.